Hallo und herzlich willkommen mit Reisender durch das Universum zurück zu dem Sunset Mod. Ja, das ist schon wieder eine ganze Weile her. Ganz genau 2 Wochen und ich sehe schon den ersten Schlenker von meinem Internet in eine falsche Richtung. Hoffen wir, das wird der einzige bleiben. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass jetzt in den letzten 2 Wochen gerade mal 2 Livestreams kam. Es ist echt ein wenig schrecklich aktuell, was meine Zeiten betrifft. Von daher hoffe ich mal, dass es ein bisschen besser wird. Es wird, denke ich, die Woche häufiger mal einen Keen 4 Pacifist Stream geben. Aber lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Wir versuchen hier und heute den Sunset Mod zu beenden. Ja, haben Pfingstmontag, 12 Uhr, also recht früh für einen Livestream, aber sagen wir mal so, es geht halt auch einfach an einen Feiertag recht früh. Und ja, wir gehen mal in die gute Stube und versuchen irgendwas hinzubekommen. Und derweil hoffe ich einfach mal, dass das Internet stabil bleibt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie die Level waren. Von daher gehen wir einfach da rein und. Guter Start, I guess. Okay, das Vieh fliegt dahin, aber wir können dem Vieh nicht dahin folgen. Okay, das wird spaßig. Ich finde das tatsächlich etwas weniger anstrengend zu spielen, da okay, ich nehme alles zurück, es ist super anstrengend zu spielen, weil man sich genau null Fehler erlauben darf. Von daher, das wird jetzt so ein bisschen arg Trial and Error. Error. Vor allem. Error. Okay, das ist wahnsinnig schwierig, da irgendwie mithalten zu können. Deswegen habe ich gewartet, weil ich mir schon gedacht habe, ich fall doch da einfach in den Tod. Aha. Was ist hier? Okay, interessant. Also ich muss sagen, das hier gefällt mir deutlich besser als die anderen. Obwohl ich sagen muss, ist halt. Ja, und jetzt? Okay, das war so gedacht, I see. Okay, da geht's definitiv nicht lang. Ich habe keine Ahnung, warum das Vieh dann in die Richtung fliegt. Niemand wird es jemals erfahren. Eventuell gibt es ein. Warum wird das gerade so viel schneller? Warum wurde das gerade so viel schneller? Warum variiert das hier so extrem im Tempo? Aha. Es wäre schön. Ich habe jetzt gerade nur geraten, es hätte auch sein können, dass es nach oben geht. Okay, da. Okay, mir egal. I take this. Ich meine, ich möchte nicht furchtbar lange noch hier herumlungern. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir tatsächlich das dufte Level hier noch übrig. Und diese beiden Level. Ich habe keine Ahnung, welche davon schlimmer sind als alle anderen. Wir gehen jetzt einfach mal da rein. Ah, ich habe irgendwie eine gewisse Erinnerung hier dran. Okay. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay.
Okay, habe ich Lust, das Level. Ja, komm, wir probieren das Level. Ich meine. Why not? Okay. Wir haben sehr, sehr viele Fehlversuche hier. Ich werde trotzdem mal versuchen, diese Sachen einzusammeln, auch wenn das eventuell ziemlich anstrengend sein könnte. Und jetzt. Oh, verdammt. Da habe ich gerade länger gewartet, als ich eigentlich sollte. Das ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik mit diesem roten Teil hier. Ach, der Unterwasserpart. Der Unterwasserpart. Der Part unter Wasser, der ist absolut nicht meins. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Steuerung recht unnachgiebig ist. Aber gut, we will see. So, genau da nach oben. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, ob ich links hin musste oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal direkt hier hin. Was mir einfach nur zeigt, der andere Weg wäre richtig gewesen. Sehr schön. Aber ja, der Wasserteil. Der Wasserteil ist mein absoluter Favorit, weil praktisch diese Bewegung hier ist das Einzige, was ich so gesehen tun kann. Wow. Okay, das wird ätzend. Das wird ein richtig ätzendes Level. Ich habe mich jetzt spontan dagegen entschieden, diese Dinge einzusammeln, weil ich möchte dieses Level einfach beenden. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt hier 2 Stunden sitzen, nur um dieses eine Level mit all den Punkten abzuschließen. Was auch immer das darstellen will oder soll. Auf Verdammt. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Nämlich gar nicht. Das nehme ich jetzt einfach mal trotzdem mal mit, weil es auf dem Weg liegt. Der liebe Wasserpart. Ich weiß auch nicht, warum es sowas gibt. Also die Funktion zu schießen, aber man kann offensichtlich nicht schießen. Also. Oder macht das irgendwas im Wasser? Nee, im Wasser macht das noch weniger. Okay. Schade, dass das nicht miteinander verbunden ist. Ich finde es auch super, dass ich mich automatisch in die Richtung bewege, in die ich gucke. Weil man weiß ja, man ist nicht dazu in der Lage, irgendwie, wenn man im Wasser ist, an einer Stelle zu schwimmen. Das wäre ja absolut lächerlich. Hey Nadia, na, wie geht's dir? Oh, verdammt. Schön, dass alle Gegner in diesem Spiel wirklich viel, viel schneller sind als die Figur, die man bewegt. Das ist. Ich leide schon wieder. Ich leide schon wieder. Morgen. Ja, ein bisschen spät für morgen, aber. Okay, das wird hier nichts mehr. Aber guten Morgen auch dir. Ich muss aber auch zugeben, ich bin noch nicht so hundertprozentig wach, warum auch immer. Ist ja erst 12 Uhr, da kann man ja, glaube ich, noch halbwegs schlafen. Ach so, du hast dich nochmal hingelegt. Ja gut, ich schätze mal, an einem Pfingstmontag kann man das schon mal machen. Das wird vielleicht ein bisschen eng. Na, geht. So. Ich hoffe, dieser Unterwasser-Part ist nicht so extrem lang. Weil der ist absolut echt ätzend.
Der ist wirklich, wirklich, wirklich ätzend. Ich würde einfach mal sagen, wir warten hier mal so ein Cycle ab. Nee. Ich liebe das. Ich dachte schon, der verfolgt mich hier bis zum Ende aller Tage. Das ist aber, wenn ich mich recht entsinne, nicht die einzige Stelle mit Wasser. Was absolut fantastisch ist. Weil, wieso nicht? Auch schön, dass es hier diese Abgrenzung gibt. Ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Okay. So. Ich glaube, alles war okay bis auf den zweiten Unterwasserpart. Den fand ich absolut ätzend, weil ich, naja, gar nicht wusste, was zu tun ist. Blind Jump? Okay. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie tödlich ist, aber hier haben wir The Waters of Doom. Und ich habe absolut keine Lust, dahin zu gehen. Ich möchte dieses Level einfach nur irgendwie hinter mich bringen. Oh nein, 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 nein. Okay, die Steuerung unter Wasser ist einfach nur Krebs. Die ist einfach nur Krebs. Weil man. Ich meine, es würde noch gehen, wenn ich nicht mich automatisch in die Richtung bewegen würde, in die ich gucke. Also praktisch ohne, dass ich irgendetwas drücke. Das ist fantastisch. Schön, dass hier so viele von diesen Typen sind. Schätz mal, jetzt ist theoretisch ein guter Moment. Ich möchte hier nicht mehr sein. Boah, wie froh man einfach ist, wenn man da aus dem Wasser draußen ist. Wie froh man da einfach nur ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese Pilze tödlich sind. Ich möchte es auch gar nicht erst erfahren. Ich möchte einfach nur das Ende von diesem Level sehen. Mir egal, wie viel ich davon am Ende habe. Ich meine, das ist jetzt gerade mal das vierte in diesem Level. Aber gut, wir sind bestimmt schon an 6, 7 Stück vorbei. Von daher. Oh mein Gott, das ist Ende. Oder? Nein. Okay, was genau hat das jetzt gemacht? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Was genau hat das getan? Ich schätze mal, ich muss komplett zurück. Was macht das? Oh nee, bitte sag mir nicht, dass ich hier komplett zurück soll, oder? Ah nee, hier ist jetzt ein Weg, der vorher noch nicht verfügbar war. Oh wow. Einfach instinktiv alles richtig gemacht. Kann sein, dass da einfach nur dieses Ding da ist. Wow. Also deswegen will ich mich eigentlich nicht umbringen lassen. Diese Steuerung ist so richtig Krebs. Also ich habe selten eine Steuerung gesehen, die so Krebs ist wie das Schwimmen hier. Okay, wie will ich hier nicht sterben? Ich schätze mal, indem ich versuche, den allen zu folgen. Okay, hier ist wirklich sonst nichts mehr. Ich würde mal sagen, wir gehen hier aus dem Wasser raus und gucken, ob
irgendwo anders noch etwas ist. Wir haben dieses Wasser aktiviert. I guess. Also ich kann schon mal Gott, diese Steuerung ist so wunderbar. Ich kann schon mal prophezeien, dass wir dieses Level nicht nochmal spielen werden. Ach, das Wasser ist jetzt angehoben. Kann das sein? Ja, das Wasser ist jetzt höher. Okay. Naja, wir haben immerhin mehr als 50% von diesen Leveln. Das ist definitiv positiv. So, uns fehlen noch zwei Stück und das sind die letzten beiden Level. Von daher wunderbar. Aha. Oh nein, das ist so ein Level. Das ist so ein Level. Und man kann nicht über diese Blöcke drüber springen. Ah, okay. Okay, I see. Okay, die Dunkelheit macht praktisch gerade einfach nichts Relevantes. Weil, naja. Oh, wow. Okay. Ich sehe schon, das wird ganz, ganz fantastisch. So, wo muss ich hin? Aha, I see. I see, I see. Okay, das wird, glaube ich, spaßig. Okay. Um fair zu sein, es ist verwirrend, weil manche Sachen sind im Hellen gut und andere Dinge wiederum, naja, ihr wisst schon, ihr wisst schon. So, ich muss mir angewöhnen, die Dunkelheit ist erstmal mein Freund. Cool. Das hat wunderbar funktioniert, nämlich gar nicht. Das Problem ist, so schön diese Funktion auch ist. Diese Funktion lässt einen einfach nur die ganze Zeit warten. Weil man steht einfach da teilweise da und wartet ein paar Sekunden, bis man schlussendlich wieder aktiv sein kann. Und diese Stelle da oben scheint mir ziemlich AIDS zu sein. Ich muss genau auf dem Ding da landen. Genau. Okay, dazu muss ich das hier relativ gut abpassen. Normaler Sprung tut's nicht. Das heißt, ich brauche den Pogo. Ich habe das Gefühl, das wird ein super ätzendes Level. Es wäre besser, wenn man eine Taste hätte, mit der man das Licht steuern kann. Anstatt dass praktisch das Spiel das automatisch alle paar Sekunden wechselt. Das wäre deutlich angenehmer. Weil so müsste man auch nicht die ganze Zeit warten, bis es wieder dunkel wird. Das Prinzip ist an sich cool, aber man sieht halt einfach, wenn es dunkel ist, zu wenig. Und man hat halt diese Angewohnheit, dass man eher springt, wenn man halt etwas sieht. Es ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, dass ich die Idee dahinter echt gut finde, aber wie so oft ist die Umsetzung nicht so ideal. Weil man einfach sagt, ja, 50% der Zeit musst du warten. Und du musst sogar mehr als 50% warten, wenn du. Dieser Sprung ist richtig ätzend. Wenn du
halt nicht sofort reagierst, so wie jetzt gerade. Weil dann stirbst du, most likely. So, wo ist mein Safe Spot? Der Safe Spot ist da oben rechts. Ich glaube schon. Wir werden in dem Level definitiv nicht alles sammeln. Okay. Wir müssen da hoch. Das ist halt die große Preisfrage. Geht das mit einem Sprung? Yeah. Schon wieder. Nein. Schon wieder dieses. Hey, warte, bis es hell ist mit dem Springen. Aber du darfst ja eben nicht warten mit dem. Mit dem Licht. Du musst ja springen, wenn es dunkel ist. Ein interessantes Konzept. Auf jeden Fall. Aber eines, das definitiv nicht mein Favorit werden wird. Einfach weil es ein bisschen problematisch ist, dass man halt eben nichts sieht. So, da oben ist schon wieder die Helligkeit, mein Freund. Wow. Das hat wunderbar funktioniert, nämlich gar nicht. Okay, das ist ätzend. Obwohl, bewegt er sich auf einen Teil, der für uns relevant ist. Das ist ein bisschen doof gemacht, weil ich kann praktisch nur abschätzen. Okay. Hey Jonas, that's a special level from the Sunset mod, so the light always switches around, but most of the time I have no idea where to go. So obviously a lot of things just kill you if it's enlightened. But, yeah, on the other hand, if it's dark, you just don't see. Probably. Not only, there was another level with this mechanic too. But, yeah, I'm a little bit stuck in this level because a lot of times I just see danger too late because you can just see that there's danger if it's not dark, which is problematic. So that's not fair if you are too hasty. So in this case, you need to be patient. But the concept is really good, I have to say. Okay. I mean, you can slightly see on some spots which are will kill you and which not. What the heck? Hey Quaxna, what's up? I hope you are doing just fine. Okay. I just don't like this water area because you are so slow. Can it kill me or can I stand there? Okay, it doesn't kill me here. That's good to know. That's good to know. Oh, this activates the blue platforms. Okay. Oh no. Oh, don't tell me I have to
redo the entire level just with the red. I guess I have to. I guess I have to. This is not really okay. Maybe not the entire level, I guess. I'm a bit confused. Huh? Was that a mistake that I activated that? I have no idea. I mean, can I go back? Ah, I can. Ah, okay, I see. Now we play at the left of this level. This is kinda cool. Okay, do I need to go up here or down? I guess I have to go down. Okay, I don't see anything. Okay. I need to go here. Oh no. Ah, okay, there we have it. I don't hope I don't will die. Oh no. I totally hate myself right now. Gosh damn it. I cannot remember that I have to wait till it's dark. Because you don't jump if it's dark, because like the Vatican's already knew it's difficult and dangerous to jump in the dark. So you usually don't jump if it's dark. Okay, for the future, maybe if the modder will watch that, it's better to give the player the control to switch. Because it's. The level itself is pretty difficult. So, give the player the control to switch the light. I don't know if this is possible, but it's hard to perform, actually. So, it's an instinct to wait till it's not dark anymore, but in this case, it's the wrong decision. So, the point is of this concept, you have to look to your surroundings and to remember anything. And sadly, that didn't work all the time because sometimes you need to be fast because of obstacles that just will kill you. And you enter a new area where you cannot see if there's something dangerous. And here you have to remember where to go to be safe, which is always a little bit problematic.
And like you see, it's hard to remember that you don't jump in a light position. I don't remember the right word for that. And it's so easy to miss the right timing with this darkness. Because usually you wait till it's not dark anymore. It's an instinct that's just with us. Okay. That could take a while. Sorry. Don't get me wrong, the concept of this level is pretty cool, but it's not intuitive at all. Because in your mind, you will always wait till it's not dark anymore. But in this case, it's absolutely wrong. It's the worst thing you can do. The good thing is, normally there's something you can see. So, like, yeah, this is the way you have to go. But it doesn't work always. This thing is hard to get because you cannot see the enemy in this area. This one is pretty difficult too. Because you cannot see how many of these obstacles are there. So, with this mechanic, it would be a lot better if it would be possible to see anything at all the time. So you just don't die just because you cannot see an obstacle. Okay, we go again. Take this with us and need to go back. And this time I hope I don't will fail. But it's hard to concentrate. Again, I wanted to jump. Okay, I'm wrong here anyway. I wanted to jump or to go not in the dark. It's hard to remember. Don't ask me why. Okay, at least there are no real blind jumps. This is good. The really sad thing is that I like the idea of this level. I really, really do. It's interesting. I want to run, but not in the dark. But I have to, which is a thing I cannot get in my head. I always hesitate to go if it's dark. Okay.
back here. This is again a little bit problematic because I cannot see how much of these obstacles are there. So I have to just be fast, but not too fast. Okay, which is the way to go? Oh, I have to go this way. Okay, I see. No, 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 no. This level is more painful than it looks. Okay, I have to go this way, I guess. Okay, don't jump in the life. Oh, okay. I have to concentrate me a lot here because it's easy to forget. It's really easy, but this level is really really cool because it blocks its own way, so you cannot go wrong, which is a nice touch. I have to say. Okay, no obstacle here. Is there an obstacle? No. Okay. I guess this time we have it. Okay, here is it blocked again. So we need to go here. Okay, I have still the possibility to die, which is unfortunate. Okay, we will wait a complete cycle. Okay, we will wait again, and finally, finally we did it. Oh my gosh, that took a while. Okay, there are two levels left again. No, okay. I'm a little bit confused. We will try this level out. Okay. I didn't know that would happen. Okay. This could be... That could take a while to figure out. Oh dear, they are all lethal. This is a little bit not so nice. What the start of a level. Okay, that's maybe a bit too much for the beginning of a level. Kinda reminds me of Pyramid of the Forbidden, but the worst thing about these beginnings is that it is the beginning. You have the entire level before you. If that would be the end, you can say, okay, I did everything bad before that, so I have just to be prepared for the end. So every time you fail, you have a hard beginning, and that's not the best way to do it in my book. Okay, that's not the way we need to go. What's here? I don't know. Okay, I don't know if I need to be fast here. I don't know. Oha. Maybe I needed to be fast. If this is the case, I guess I don't will play this level.
Okay, how is this even possible without all these enemies? I mean, just the jumping thing is literally too much. Maybe if I would jump above it when it comes across. No. Okay. I don't will play this level because this is just too bad. Okay, we play this level first, and I hope this is the last level. Sorry, I just hope it's the last level here. And I hope it's more forgiving than the other one. Okay. This wasn't the right way. Okay. I cannot look down, which is an issue. I mean, I can see that here, so it's not a big deal. Okay. How to do this? Oh wow. You have to be pretty fast, also very precise. Okay, this isn't something dangerous. Okay, I have to collect Uff. Ich wechsle mal auf Deutsch, I change to German. Because it's easier to concentrate. Okay. Is that the beginning? No, it can't be the beginning. I have the feeling I don't reach the correct point. Would I die? Would I just die? I don't know. I cannot see. And if I cannot see, it cannot be my death. And it's not my death. Level design is actually quite nice, but the level is maybe a bit too tall because I cannot see. Ah, there's the green one. Oha, flip floppity flop flop. Ich meine, Flippy. How are you? I'm no longer under the water. Ja, hab ich. Schätz mal, ich habe nur noch 68 Follower. Kann ich aber verstehen, ich war nämlich die letzten 2 Wochen nicht so aktiv. Nachdem ich die Woche davor ziemlich aktiv war, aber nun denn, ich meine, schon wieder 6 Tage her. Funny numbers weg. Sorry, I guess. Okay, so, wir können jetzt wieder hier hoch. Und schätze mal, das war hauptsächlich der Grund, weswegen wir hier waren. Sind. Warte ich wohl her, Rob. Don't you dare. Ganz okay. Oh, wow. Bin jetzt einfach einmal im Kreis gelaufen. Ha.
Ach, diese Unterwassersteuerung ist so nervig. Warum existiert diese Stelle hier eigentlich? Kann mir. Oh, wow, das war ziemlich close. Kann mir jemand erzählen, warum das existiert? Because I don't know. Da muss ich doch gerade mal nachgucken, was hier gerade passiert. Oh nein, ein Host von The Flipflop. Ah, vielen Dank für The Host. Aber wie geht es Ihnen? Macht ja nichts. Ich schätze mal, hier brauche ich auch die blauen. Okay. Eldrakonis. Okay, das sieht so aus, als ob ich hier richtig wäre. Ich habe schon beim letzten Mal nicht verstanden, was das getan hat. Als ob ich das dieses Mal verstehen würde. Ich spiele mal ein bisschen weiter Splatoon. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Keine Ahnung, was da unten sonst noch ist. Okay, wir haben keine Ahnung, was getan. Ich weiß es nicht. Soll man hier zurück? Ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, was dieses Teil aktiviert hätte, dann könnte ich wenigstens sagen, ob ich hier sein soll oder nicht. Oh mein Gott, no, no, Hori, stop. Okay, I guess. Bloß nicht in dieses Vieh laufen. Weil eine Berührung mit denen ist ja auch tödlich. Ah, ja, genau. I remember. Das jetzt Wasser. Okay. Das ist natürlich AIDS. Das. The movement in the water is kinda weird, but maybe it's not possible to do otherwise. But that you move automatically is a little bit annoying. Okay. I don't know if I'm still right here. Maybe the movement is a little bit hard here. Because you don't usually jump with. Okay. Thank you. So. I guess we need to be here. Schätze ich. Und ich darf hier nicht rausfallen oder kann ich gar nicht rausfallen? Ich kann gar nicht rausfallen, okay. Aber warte mal ganz kurz, waren nicht hier trotzdem diese Heslon? Okay. Interesting. But I have to say, all the level are pretty interesting. Okay. Ah. Okay. Ah, no, 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 no. I have to look how he is moving.
Which is pretty difficult because I move all the time. Okay, we go here because that might be better. I'm kicking the wall. Wie läuft's denn bei Splatoon? Okay, please no surprise attacks. Just please no. Okay, how is that guy moving here? I don't know. I don't mind, I will just go. Okay, I see. Is that a blue thing? I hope it is. Bin ich hier falsch? Oh, that was too close. Need to, okay, I don't need to go here, okay. That's everything I needed to know. Okay, this is actually, quite nice, but yeah, I don't know what this is. Stop. Oh, what? Muss ich da nach oben gehen oder nicht? Ja, X-Fack kommt die heute besuchen, ja. Das ist richtig. Flip-Flop. Wieso Hilfe? Ist das nicht was Positives, dass er dich besuchen kommt? Okay, ich habe alles scheinbar richtig gemacht. Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Oder irgendwas. D, Fragezeichen, G, F, T, J, H, I, Sternchen, P, X, C, F, G, H, J, F, G, H, O. Same. Thumbs up. Yeah, true. Als Streamer muss man doch die Sachen alle vorlesen. Flip-flop. Muss man doch. Ah, okay. Hier soll man nicht lang gehen. I see. Hier soll ich auch nicht lang gehen. Und... okay. Da soll ich auch nicht mehr lang gehen. Wunderbar. Okay, da soll ich auch nicht lang gehen. Jetzt hat die Preisfrage, wo soll ich lang gehen? Vermutlich soll ich gleich erstmal den Safe Spot hier aufsuchen. Ich gehe mal alles machen. Ja, geh mal alles machen. Das ist wahrscheinlich keine verkehrte Idee. So, warum ist das hier? Okay, hier soll ich nicht zurück. Also wir gehen praktisch hier wieder zurück. I don't know. Ah. Nee, Moment. Hä? Ich bin verwirrt. I'm Verwirrung.
Ah, nee, Moment. Zeigt das da oben an, dass ich da nicht lang gehen soll, oder zeigt das dann, dass ich da lang gehen soll? Einen anderen Weg da rechts gab es ja nicht. Ach so, das soll wahrscheinlich anzeigen, dass ich von hier da hochspringen soll. I guess. Okay, das soll verhindern, dass ich zurückfalle. Okay. Okay, das soll den Sprung hier etwas schwieriger machen. Okay. Schätz mal, hier soll ich lang und dann hier zurück. Und was ist hier? Hier kann man einfach nur das Ding da holen. Das ist uns jetzt einfach mal gerade egal. Okay. Ja, ich bin ein bisschen gerade verwirrt. So, hier ist das Wasser jetzt. Ich schätze mal deswegen. Wow, ich wäre fast in den Tod gesprungen. Okay, what we have here? Please, nothing that kills me. I don't want to play this whole level again. Because it's way too long. Aha. Oh, der ist die End. Yes, we did it. We just didn't play the one level till the end, but sorry, the beginning of this level was just a bit too harsh, and I guess I just missed the story because it's an automatic ending. So, this mod had a lot of great ideas. A lot of great ideas, and I'm really glad that I played it, but there was a lot of problems with the mechanics that don't needed to be a problem. Mainly the fireflies, which are moving not smooth enough, so you have problems just to see, and the movement is sometimes a little bit too restricted, so you cannot see it and needed to wait, and then suddenly you need to rush. That's not the best thing to do. The positive here is you can try as often as you want to do it, so it's not that bad that you would actually lose the game, and the water mechanics are problematic. They are really, really problematic because the automatic moving feels just extremely unsatisfying to play, and it's also pretty difficult. So yeah, maybe needs a change so you don't move automatically. So it would be a lot more fun just to play it. But the style was pretty cool. The level ideas were pretty unique and also very impressive. I'm just not the biggest fan of auto-scrolling level. And Halli, hallo, Goldi. Hab ich's verpasst? Ja, wir sind gerade mit dem Mod fertig geworden. Deswegen werde ich auch jetzt einen Break machen. I will make a break and I guess I will return tomorrow with again Keen 4 Hard Pacifist. If you're interested in that, you can always join. But yeah, I will look if I can raid someone. And yes, I can, so I will.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Thanks for being here. And yes, we will see us again. Ciao, ciao.